Mein Name ist Roberto González Monjas. Ich bin Konzertmeister und designierter Chefdirigent des Musikkollegium Winterthurs. Die schwierige Corona-Situation hat unser Leben deutlich verändert. Als in Winterthur wohnender Künstler hat es mich interessiert, wie andere Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen mit der Pandemie umgegangen sind. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen. Willkommen, Martina. Danke vielmals, dass du bei uns bist und dass du den Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu sprechen über diese neue, außergewöhnliche Situation. Ja, danke auch. Ein Wort, um diese ganze Krise, Pandemie, voll mit Herausforderungen, aber auch Chancen. Wenn du nur ein Wort hättest, was wäre das und warum? Für mich ist es Essenz. Also wirklich einfach zu merken, was ist wichtig, was ist relevant. Sehr fest eingekocht, auf sehr dichtem Raum. Ja, und das hat man einfach wahnsinnig gut gemerkt, was lebt und was lebt vielleicht auch nicht mehr so und kann man gehen. Absolut. Klar, und auch vielleicht Prioritäten sind geändert, oder? Ich habe mit vielen Leuten geredet, die sagen, sie sehen jetzt die Welt mit anderen Augen. Ist es in deinem Bereich auch so? Also wir sind ja ein Mess für nachhaltiges Design. Und gerade die Nachhaltigkeit ist ja halt schon auch so, was ist wichtig, auf was müssen wir schauen, wie können wir auch in Zukunft gut mit den Ressourcen umgehen. Von dem her, wir leben das eigentlich schon länger. Und ja, natürlich, wir wünschen uns, dass eigentlich das auch jetzt noch stärker zum Vorschein kommt. Auf der anderen Seite ist auch Gefahr da, dass man einfach das relativ schnell wieder vergisst. Absolut. Ich als Musiker war schockiert und absolut, ich weiß nicht mehr, wie das zu beschreiben, aber plötzlich, einen Tag musste ich einfach schweigen. Ich konnte nicht mehr Konzerte spielen, ich konnte nicht mit meinem Publikum in Kontakt bleiben. Wie war das für dich im März besonders, als diese ganze Pandemie dann plötzlich hier in Europa war? Und wie war besonders für Designgut, für deinen Alltag, für euren Bereich? Ich glaube, im März ist es jetzt, ich sage jetzt für Designgut, ist es dort noch nicht so drastisch gewesen. Natürlich, wir als Menschen haben auch genau das erlebt. Also von einem Tag auf den anderen ist sehr viel zugegangen. Ich unterrichte nebendran auch noch. Das heisst, ich habe dann auf Homeschooling oder auf Distance Learning umgestellt, was eine riesige Herausforderung, aber auch eine Chance war. Kann man ganz klar sagen. Darum, für uns ist die zweite Welle oder jetzt auch der Entscheid vom Bundesrat dort am Mittwoch, ist für uns eigentlich dann schon. Also ein dümmeres Timing hätte es nicht geben können. Dass man halt einfach, wir sind, haben geplant für eine Möglichkeit, um sich zu sehen, um sich zu treffen, um genau die Produkte anzulängen, um mit den Menschen zu reden, die gemacht haben. Wir haben uns bewusst für das entschieden. Wir wollten nicht auf eine Online-Version gehen, wie das auch andere Messen geplant haben, weil wir gewusst haben, das ist nicht unsere Essenz. Also das ist nicht das, was wir gut können. Wir können einen Raum schaffen, eine Atmosphäre schaffen, aber wir können jetzt nicht einfach alles digitalisieren. Das geht nicht. Und ja, darum ist dort der Abgrund schon sehr tief gewesen, an diesem Mittwochabend. Klar, kann ich mir vorstellen. Was sind für dich die Elemente, die Aspekte, die wir nicht vergessen müssen? Du hast schon ein bisschen darüber geredet, aber spezifisch, was denkst du, wir als Sozietät, als Gruppe, als Stadt zum Beispiel, nicht mehr vergessen müssen nach so einer Pandemie, nach so einer Krise? Ich denke schon, wie wir wieder gemerkt haben, dass digital einfach nicht alles kann. Also, wo man früher immer wieder gedacht hat, ja, eben, man kann vieles online abwickeln, und wir jetzt gemerkt haben, es braucht den menschlichen Austausch, es braucht sich spontan können zu sehen, es braucht ja, die Plattformen, wo man sich einfach begegnet, und vielleicht begegnet man sich einmal im Jahr und vielleicht begegnet man sich häufiger. Und gleichzeitig auch das Schöne, und das ist doch das Positive, halt keine Angst vor Veränderungen. Also einfach, dass wir nie uns festfahren auf etwas und das Gefühl haben, das ist jetzt so leben wir jetzt die nächsten 30 Jahre. Für Designgut, wie sieht denn Zukunft aus? Oder was ist die Richtung für euch? Ich denke, wir haben uns auch schon vorher gefragt, ist eine Messe, so wie wir sie anbieten, ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht irgendetwas, wo man es langsam überholen kann, wo man anders machen kann? Und
es hat uns gerade jetzt eigentlich so das Vakuum, das jetzt entsteht, hat uns eigentlich gerade gezeigt, doch so eine Messe ist nach wie vor etwas, was wichtig ist, dass sich eben nicht einfach nur 20 Leute sehen, sondern dass eben 2, 3, 4'000 Leute zusammenkommen an einem Wochenende und genau das sehen und die Plattform ermöglicht. Von daher hat uns das einmal sicher kurzfristig sehr bestärkt, dass wir jetzt mal mit diesem Programm weiterfahren und einfach auch versuchen, die nachhaltigen Designerinnen und Designer in der Schweiz zu stärken. Danke vielmals, das war sehr, sehr schön und ja, alles Gute für die nächsten Monate. Danke, gleichfalls. Ich bin sicher, alles wird super. Es wird, wie es wird, genau. Klar, klar. Danke vielmals. Danke auch. Vielen Dank.